der einzige internationale Einsatz, in dem die Bundeswehr auch wirtschaftliche Interessen verfolgt, ist das Mandat Atalanta vor Somalia, wo es um Piraterie geht und wo die Bundeswehr den Auftrag hat, die wichtigste Seehandelsroute der Welt zu sichern. Und Deutschland hat die internationale Seerechtskonvention unterschrieben, also praktisch Völkerrecht, mitgestaltet und die verpflichtet uns, gewissermaßen mit dafür zu sorgen, dass Sicherheit auf hoher See möglich ist. Fischtrawler aus der Europäischen Union, vor allem aus der Europäischen Union und Japan, haben die Küstengewässer illegal leer gefischt und damit den Fischern in Somalia die wirtschaftliche Grundlage genommen. Die wehren sich heute, sie werden Piraten mit kriminellen Akten. Das Seerecht zu brechen, die Fische dort wegzunehmen, das ist nach deutschem Recht Diebstahl. Stattdessen hätte man Fischereiabkommen treffen können und treffen müssen, um in dieser Region diese Abkommen abzuschließen und nicht heute die Bundeswehr hinzuschicken. Es ist keineswegs so, dass wir wegen der Fischgründe in Somalia engagiert werden. Es hat erst in dieser Woche ein norwegisches Institut festgestellt, dass die Fischgründe ausreichend sind und dass kein Grund sein kann, weshalb somalische Fischer Piraterie betreiben. Dahinter stecken ganz andere Interessen von Clans, die sehr viel Geld mit Piraterie verdienen. Angriffe der Piraten, die nehmen nicht ab, die nehmen zu. Und die Piraten weiten ihr Operationsgebiet aus. Und die Folge dessen ist, dass auch sozusagen die Atalanta-Mission ihr Operationsgebiet ausbreitet und die Probleme werden nicht gelöst. Zum Beispiel organisierte Kriminalität ist das ein ganz bewährtes Mittel, die Geldwäsche eben zurückzuverfolgen. Und natürlich gibt es diesen Zusammenhang mit dem Fischfang und mit den wirtschaftlichen Perspektiven in diesem Land. Und ich sehe da keine langfristige Lösung. Wenn sich die Marine vor Somalia an einem Einsatz zur Pirateriebekämpfung beteiligt, was also tut sie da? Einer Völkerrechtsnorm zur Durchsetzung verhelfen oder deutsche wirtschaftlichen Interessen dienen? Erst vor wenigen Tagen hat ein Institut in Hamburg beziffert, dass allein in diesem Jahr 154 Angriffe auf dieser Schifffahrtsroute vorgenommen worden sind, dass 21 Schiffe alleine in diesem Jahr schon entführt worden sind und zwischenzeit mittlerweile mehr als 400 Seeleute als Geiseln genommen worden sind. Natürlich ist das eine Bedrohung der internationalen Sicherheit. So sieht es der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nach Indonesien, die zweitgrößte Schifffahrtsnation der Welt. Das ist die wichtigste Handelsroute auf dem Seeweg, die den Kontinent Asien mit Europa verbindet. Selbstverständlich haben wir ein wirtschaftliches Interesse daran, dass diese Seehandelswege sicher sind. Es gibt einfach Fälle, in denen folgende Konstellation herrscht. Man kann alle möglichen, auch vernünftigen Gründe haben, die ein militärisches Engagement scheinbar oder auch wirklich rechtfertigen, aber daneben gibt es auch wirtschaftliche Interessen. Die Frage ist, vergiften diese per se die anderen Interessen?